Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige, Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll, wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal. Wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Der Organon hat wirklich vor, Deponia zu sprengen? Genau. Den ganzen stinkenden Müllhaufen. Kaboom! Stört dich das etwa? Nee, so. Ach ja, wie sehr? Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum, du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Hör auf, mir alles nur, wenn du... Aber du plapperst... Nein. Nein, du... Ach ja? Ach ja? Ach ja? Grumbel. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Finger weg! Verdammt! Nein, hier ist Hand. Ich kann nicht näher die Organons. Nicht nötig. Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Nein, hier. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Kann nicht die Organ... Mit dem Mob würde die Flagge aussehen wie Klites von hinten. Aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Außerdem ist die Frisur noch nicht fettig genug.
Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen, wahrscheinlich aber eher verkleben. Ich brauche dich, Ort. Hey! Upsi! Wenn etwas auf die Flagge kommt. 5 Ich kann nicht sehen, ob er voll ist. Und ich habe auch kein Streichholz, um den Grund auszuleuchten. Schade. Hehe! Das sieht Keltes Frisur zum Verwechseln ähnlich. Hehe! Upsi! Das ist nicht der Stoff, wenn überhaupt. Das ist nicht der, wenn überhaupt. Mit dem Mob, aber da... Upsi, upsi. Nein, mein... Ich will gut... Nein, mein... Ich will gut auf... Da drin ist nur... die Uhr ist stehen geblieben, aber auch das wird mich nicht aufhalten. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Warte. Ich brauche kein Licht. Ordne alle. Hey! Wo? Ich brauche kein Licht. Ordne. Hey! Ich brauche Licht. Ordne. Hey! Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Ich gehe na in. Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Das ist nicht mein Fehler. Ich brauche kein ich Ordner. Hey! Wenn etwas auf die Flagge kommt, da 5 brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. 5 weg! Verdammt! Ich spare mir meine Telekinese. Upsi. Wenn etwas auf die Flagge kommt, 5 Brände. Nicht mehr die Organe. Den Schirm habe ich mir schon geangelt. Es gäbe eine perfekte Perücke mit Kragen. Reicht aber leider noch nicht, um als Klitis. Den Schirm habe ich. Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Kletes. Fehlt nur noch die schleimige Frisur.
Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Cletus könnte echt erst von recht. Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Ja, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Genial. Diesmal habe ich mich... Und? Was? Die Data... Ach ja. Noch nicht. Es fehlt noch Dunkelheit. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz. Rufus. Mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Die gibt bestimmt... Na hör mal, da ist das Bewusstsein meiner Verlobten drauf. Schon vergessen? Dann vielleicht einen Türstopper. Okay, der war nicht schlecht. Genau, denn es war ein Witz. Bol ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht ihr gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat, ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Golds Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und Gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Genial. Diesmal habe ich... Halt! Und? Was? Oh. Die Dataset... Na klar, hier ist sie, deine Paar. Wo? Ich kann... Und überhaupt? Was lungern Sie eigentlich so? Kommen Sie her, Mann, damit ich sie... Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wieder zu beschaffen und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter.
oder? Natürlich. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen.